Hallo liebe Leute, vorhin geht es darum, warum sich Sarah Wagenknecht nicht für ihre Lüge entschuldigt. Björn Höcke wäre der Ansicht, 20 bis 30 Millionen Menschen aus Deutschland sollen abgeschoben werden. Bei dem Weltduell mit Alice Weidel hat Sarah Wagenknecht minutenlang ausgeführt, wie böse Björn Höcke ist, wie untragbar er ist und eben, dass er 20 bis 30 Millionen Leute abschieben wollte. Was das Zentrum ihrer Argumentation war. Ansonsten hat sie sich noch auf sein Buch berufen, wobei Björn Höcke hier sagt, dass sie es verzerrt wiedergegeben hat. Aus meiner Sicht ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch hier die Unwahrheit gesagt hat oder die Öffentlichkeit getäuscht hat. Was hat Sarah Wagenknecht damit erreicht? Also das Weltinterview, es hat zwar auf YouTube nur, ich glaube aktuell 600.000 Klicks, aber man muss daran denken, das Interview, es wurde erst nach ein paar Tagen eingestellt auf YouTube. Und das heißt, in den ersten Tagen haben es wahrscheinlich, ja, mindestens wahrscheinlich genauso viel nochmal gesehen. Das heißt, dieses Interview hat tatsächlich die Öffentlichkeit erreicht. Das bedeutet, dass die Aussagen, die in dem Interview gemacht wurden, dass sie relevant sind für die Meinungsbildung der Öffentlichkeit. Und es war jetzt hier so, dass also Björn Höcke diese Aussage untergeschoben wurde, was natürlich die Folge hat, dass viele Leute in der Öffentlichkeit das glauben. Dass sie tatsächlich glauben, Björn Höcke hat das gesagt. Also das hat Sarah Wagenknecht damit erreicht. Was natürlich schädlich für die ganze AfD ist, weil Björn Höcke ist in der AfD. Und das färbt natürlich auf alle ab. Weil sich natürlich, indem Björn Höcke in der Partei sein darf, sich natürlich die anderen mit ihm gemein machen. Und das ja dann rechtsextrem ist. Was ist auf der anderen Seite auffällig? Sarah Wagenknecht bleibt hart bei den Koalitionsgesprächen. Es schien ja tatsächlich so, es kam auf YouTube schon, so, ja, die in Thüringen und Sachsen, sie brechen ein, sie sind die Steigbügelhalter. Und es kam dann so, wie ich es mir eigentlich schon von Anfang an gedacht habe oder wie ich es auch immer gesagt habe, dass tatsächlich Sarah Wagenknecht das nicht machen wird. Und die tatsächlich in Wahrheit die Koalition aussichtslos ist. Dass es eine Falle ist, in die die CDU läuft. Und es aus meiner Sicht ein genialer Schachzug ist, weil dadurch die Leute überhaupt darüber nachdenken, über diese Mittelstreckenraketen. Und das BSW nicht als rechtsextrem framebar ist. Weil man ja mit ihnen schon Koalitionsverhandlungen gemacht hat. Also man kann jetzt nicht plötzlich sagen, BSW ist rechtsextrem, warum hat man vorher mit ihnen Koalitionsverhandlungen angestrebt? Also hier sehen wir zwei sehr unterschiedliche Seiten. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, warum macht Sarah Wagenknecht das? Ist es ein Hass auf Björn Höcke? Hat sie persönlich Probleme mit ihm? Hasst sie einfach diese Klientel? Hasst sie diese Patrioten? Weil sie einfach links ist? Ist sie links verblendet? Und hier ist auffällig. Also wenn man sich mal die Videos von Sarah Wagenknecht anguckt oder ihre Auftritte, dann zeigt es ja eindeutig, dass sie in der Lage ist, dass sie geistig dazu in der Lage ist, zu recherchieren. Und sie läuft ja immer in Gefahr, in Fallstricke zu laufen. Also wenn sie jetzt beispielsweise mit der Ukraine argumentiert oder mit allen möglichen Dingen argumentiert. Die anderen lauern ja darauf, dass sie irgendwie Sarah Wagenknecht schlecht hinstellen können, weil sie irgendwas falsch gesagt hat. Das heißt, sie achtet peinlich genau in ihrer Argumentation, wenn es um die Ukraine, um Israel oder um irgendwas geht, dass sie immer ganz sattelfest argumentiert. Und dadurch ist es aus meiner Sicht ausgeschlossen, dass sie es nicht gemerkt hat, was sie gemacht hat. Also sie weiß ganz genau, diese Aussage, das hat Björn Höcke nicht gemacht. Sie hat es ihm untergeschoben und sie bezieht sich jetzt auf einen FAZ-Artikel, aber sie müsste ja auch wissen, also bei so einer wichtigen Aussage, da müsste man dann eigentlich die Rede nachgucken. Da müsste man sicher gehen, dass das stimmt. Und ich habe das vorher noch nie gehört mit diesen 20 bis 30 Millionen. Und das kam auch vorher auch noch nie von Wagenknecht. Das heißt, ja, also es ist, Sarah Wagenknecht hat gewusst, von Anfang an gewusst, dass es nicht die Wahrheit ist. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, ja, sie hätte jetzt ja zurückrudern können. Sie hat sich jetzt, weil faktisch ist es auch so, sie hat sich jetzt extrem unbeliebt gemacht. Und natürlich, die großen Medien, sie erreichen die allermeisten Leute. Aber ein beträchtlicher Teil konsumiert mittlerweile auch alternative Medien, also YouTube. Da sieht man ja, dass die Prozentpunkte der AfD, egal welches Framing die großen Medien betreiben, dass viele Leute die großen Medien nicht mehr konsumieren und ja, es die AfD unbeeindruckt davon bleibt. Und diese Anzahl der Leute steigt. Das heißt, indem jetzt Sarah Wagenknecht dieses Video gemacht hat, indem sie ja sehr offensichtlich bei der Unwahrheit bleibt. Dadurch hat sie sich selbst einen großen Schaden zugefügt. Also sie hat natürlich im Mainstream, bei den großen Medien, da gibt es eine Klientel,
da steht sie als die saubere Alternative im Vergleich zur AfD da. Das heißt, dann haben wir hier also Björn Höcke, das ist also unwählbar, die AfD ist unwählbar, wir, das BSW, sind wählbar. Ein Teil der Leute, also die kein YouTube gucken, die denken das jetzt und die werden BSW wählen. Aber sie wird sehr wahrscheinlich, und das weiß sie wahrscheinlich auch, sie wird natürlich ganz viele Leute verlieren auf YouTube. Und jetzt stellt sich die Frage, wie passt das zusammen? Also es wäre ja, im Grunde wäre es ja einfach für sie. Sie könnte ja sagen, ja okay, war ein tragisches Pech, das war halt nicht so. Und dann könnten die großen Medien, könnten dann ja auch sagen, könnten es einfach verschweigen. Und dann würde es niemand mitbekommen, aber Sarah Wagenknecht hätte sich dann bei der YouTube-Community, hätte sie sich dann wieder rehabilitiert, hätte sich beliebt gemacht. Hätte sie gesagt, ja, oh ja, tragisches Pech. Dann kommt bei Spiegel, Welt oder heute kommt es dann ganz klein. Aber das kriegt dann die Mehrheit nicht mit. Aber sie ist bei einer offensichtlichen Falschaussage geblieben. Und aus meiner Sicht ist hier ganz klar erkennbar, dass hier, was hier der Plan ist. Wir haben jetzt ja gesehen, in Thüringen und in Sachsen ist in Aussicht, dass die Koalitionsgespräche platzen. Sie weiß, wie wichtig ihre Reichweite ist. Also das BSW, die ganzen Wahlergebnisse kommen ja dadurch zustande, durch ihre Talkshow-Auftritte. Oder indem sie in den Medien präsent ist. Das heißt, sie weiß und auch die großen Medien wissen, nur durch die Auftritte in den großen Medien ist Sarah Wagenknecht überhaupt groß geworden. Und ich stelle die Frage, ja, warum, die großen Medien sind ja blöd. Also die großen Medien, wir wissen, aus meiner Sicht gibt es sehr viele Hinweise, dass sie geheimdienstlich völlig unterwandert sind, dass sie Interessen aus dem Ausland, also dass sie Narrative verbreiten, dass die Leute ein Wahlverhalten zeigen, das bestimmten Personenkreisen im Ausland nutzt. Also sie bilden ein Informationskartell, das ist beweisbar, also das sieht man, dass Originaltöne aus der Ukraine verdreht werden und sie sich gegenseitig decken. Also der Spiegel verdreht einen O-Ton in der Ukraine um 180 Grad, das müsste also einen Riesenskandal geben, der also Relotius bei Weitem übertrifft. Und dann könnte man ja sagen, okay, ja, das war ja der Spiegel, tragisches Pech, aber die anderen Medien haben das ja nicht aufgegriffen. Also der Spiegel hat es danach, hat diesen Bericht, hat diese Zusammenfassung, wo das so dargestellt wurde, nach ein paar Tagen zurückgezogen, nachdem es dann im Internet öffentlich wurde. Und dann könnte man ja sagen, ja okay, das war jetzt der Spiegel, ein linksextremer Redakteur hat das gemacht. Aber es hatte ja keine Konsequenz in den großen Medien. Das heißt, aus meiner Sicht, das ist der klare Beweis, die großen Medien täuschen gemeinschaftlich und decken sich gegenseitig. Und das Ganze ist nicht im deutschen Interesse. Also es werden natürlich nicht deutsche, nicht Narrative befördert, die das deutsche Allgemeinwohl fördern, sondern es sind Narrative, die Geostrategie der USA befördern. Also die im Sinne der Geostrategie der USA sind. Und nicht nur, sondern vielleicht auch von einzelnen Personenkreisen. Aber das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall ist offensichtlich, dass es nicht das deutsche Allgemeinwohl ist. Das heißt, und das war schon immer so, und das war in den USA auch schon immer so, das kann man sehen, 1899, die Bevölkerung in den USA wurde belogen über einen Angriff auf ein Schiff. Also es hat gehießen, es wäre eine spanische Mine gewesen. Es war aber keine spanische Mine, das Schiff ist von innen explodiert. Aber das wurde verbreitet und dann hat die Bevölkerung, war dann für einen Krieg gegen Spanien. Und das wurde dann auch im Kongress verabschiedet. Und dann wurde also erfolgreich Krieg gegen Spanien geführt. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Also da gibt es den Eintritt in den Zweiten Weltkrieg, dann die sogenannte Operation Norfolk, wo ein Terroranschlag in den USA geplant wurde, der Kuba in die Schuhe geschoben werden sollte. Das ist also nicht keine Behauptung, sondern das kann man nachlesen. Das ist also dokumentiert, das bezweifelt auch niemand. Aber diese Zusammenhänge werden eben der Öffentlichkeit nicht dargelegt. Auf jeden Fall ist es so, dass die großen Medien im Westen, dass sie immer ein Informationskartell bilden, sie gemeinschaftlich täuschen, sie gemeinschaftlich bestimmte Narrative verbreiten wollen, die bestimmten Interessen dienlich sind, aber eben jetzt beispielsweise nicht dem Allgemeinwohl, also ganz auf jeden Fall nicht dem Allgemeinwohl, sondern bestimmten Ländern oder denjenigen, die Einfluss auf die großen Medien haben oder die auch davon profitieren. Jedenfalls, diese großen Medien, wenn sie jetzt Sarah Wagenknecht einladen, also früher haben sie wahrscheinlich unterschätzt, aber sie wollen einen Benefit haben, sie wollen einen Nutzen haben. Nur wenn die großen Medien für sich einen Nutzen sehen, dann wird Sarah Wagenknecht eingeladen. Und das weiß Sarah Wagenknecht auch ganz genau. Das heißt, wenn sie jetzt das nicht macht, sie jetzt Björn Höcke nicht schlecht darstellt, weil das ein enormer Schaden für die AfD ist. Es schadet zweierlei. Also erstmal wird der Ruf beschädigt, und es trägt auch Streit in die AfD.
weil dann in der AfD diese Töne lauter werden, die sagen, ja, wir müssen doch einfach Björn Höcke ausschließen, wir müssen doch uns distanzieren, wir müssen uns doch einfach von Björn Höcke distanzieren, dann geht's uns gut. Also diese Kräfte werden befördert. Und vor allen Dingen ist natürlich Björn Höcke auch genau jemand, der auch gegen Waffenlieferungen eintritt. Oder auch für die Benutzung von russischem Gas eintritt, was Alice Weidel nicht mehr vertreten hat in dem Interview. Also Björn Höcke ist jemand, der nicht bereit ist, also sich den großen Medien anzudienen. Und das heißt, er ist für die großen Medien ein, oder für diejenigen, die hinter den großen Medien stehen, ist er ein großer Feind. Das heißt, er wird beschädigt, also ein wirklicher Feind, der sich den großen Medien nicht beugt. Alice Weidel beugt sich den großen Medien, das habe ich schon erörtert, das gucken wir uns auch gleich nochmal näher an, inwieweit sich Alice Weidel den großen Medien andient. Aber Björn Höcke ist jemand, der das nicht macht. Das heißt, er wird getroffen, die AfD wird getroffen und es wird Streit in die AfD getragen, was die AfD weiter schwächt. Das heißt, was Sarah Wagenknecht gemacht hat, ist für die großen Medien erkennbar eine wichtige Dienstleistung. Und aus meiner Sicht ist jetzt der Gedanke bei Sarah Wagenknecht natürlich der, sie hat jetzt bewusst diese Dienstleistung erbracht und sie trägt auch persönlichen Schaden davon, weil sie sich die Wählerklientel aus den alternativen Medien, sie hat sich extrem unbeliebt gemacht. Also alle hassen sie dafür und ich natürlich auch, also für das, was sie gemacht hat. Also wir finden das natürlich einfach nur ekelhaft, ekelerregend, einfach nur ekelerregend. Weil wir das natürlich genau sehen, dass es nicht wahrhaftig ist. Also sie stellt sich ja da als die Wahrhaftige und das ist natürlich erkennbar nicht wahrhaftig. Der Gedankengang von Sarah Wagenknecht ist jetzt dann natürlich aber der, sie hat, denke ich, sehr wohl, also sie ist tatsächlich jemand, der eine eigene Meinung hat. Also sie steht für ihre Meinung ein, was ja schon erkennbar ist, dass sie in die SED eingetreten ist. Also sie wird ja immer als Kommunistin beschimpft. Ich habe Respekt dafür, dass sie in die SED eingetreten ist, als das bestimmt nicht opportun war. Also sie hat einfach was gemacht. Es geht nicht darum, ob man jetzt der gleichen Meinung ist, sondern es geht darum, dass man einfach Respekt für jemanden hat, der eine bestimmte Meinung hat und diese Meinung wahrhaftig vertritt. Was nicht selbstverständlich ist. Also besonders in der Politik nicht. Sondern die allermeisten Politiker, also gerade in Altparteien, sie scheinen keine Meinung zu haben, sondern ihre Meinung, in Anführungszeichen, ist das, was ihnen gerade nützt, was sie voranbringt. Oder sie sind bereit, ganz viele Kompromisse einzugehen. Und dass sie sagen, ja gut, ich bringe dann ein bisschen was von dem durch, wo ich der Meinung finde, dass es richtig ist. Bei den anderen Dingen, da muss ich halt Kompromisse machen, um voranzukommen. Und bei Sarah Wagenknecht ist es erkennbar so, dass sie da wenig Kompromisse gemacht hat. Oder eigentlich gar keinen. Also besonders in den 90ern, als sie jung war, sie hat da diese Anschauung, ja, die Welt, also der Kapitalismus ist also ungerecht und räuberisch und verbrecherisch. Und der Kommunismus ist eben das Gute und deswegen, ich bin jetzt nicht so asozial und weil es jetzt opportun ist, weil es jetzt hier schlecht aussieht in der DDR oder weil es überhaupt schlecht war, der Sozialismus schlecht dasteht, bin ich trotzdem der Meinung, dass es halt der Kapitalismus falsch ist. Und ich trete jetzt trotzdem in die SED ein. Und ich weiß auch natürlich, was das für meinen Ruf bedeutet, dass ich dann natürlich dann nicht, ja, dass ich dann nicht gut ankomme bei den allermeisten Leuten. Und auch meine Karriere, also zum Beispiel Angela Merkel, ihr war es ja völlig egal, ob sie bei der SPD oder bei der CDU oder bei den Grünen beitritt. Also sie ist dann einfach zur CDU gegangen, weil halt dort jetzt für ihre Karriere am besten war. Mir ist nicht bekannt, dass Merkel das jemals dementiert hat. Oder dass das überhaupt, ja, dass das dementiert wird. Jedenfalls ist der Plan aus meiner Sicht offensichtlich. Sie will natürlich weiter diese Medienauftritte haben. Also sie spekuliert darauf, ich möchte in die Medien und ich weiß, da muss ich irgendeine Dienstleistung erbringen. Sonst klappt das nicht. Und sozusagen hier stellt sie wieder die Falle. Ihr ladet mich ein, ich mache die AfD schlecht, ich erledige die AfD, ich beschädige wirksam die AfD. Also ich habe jetzt hier eine Lüge über Björn Höcke verbreitet, die aber bei der Öffentlichkeit verfängt. Und ich habe so die AfD beschädigt. Also ich habe was für euch getan. Ihr habt einen Grund, mich einzuladen. Und jetzt kann man das verurteilen und kann man sagen, ja, das ist ja also wirklich abartig und das ist ja also ekelhaft und sowas soll man nicht machen. Und dann soll sie hat jetzt ja das BSW und sie soll das darauf verzichten, auf sowas. Und das BSW ist stark genug und sie, ja, also hin und wieder werden die Medien sie auch so weiter zeigen müssen. Das ist auch aus meiner Sicht ein berechtigter Kritikpunkt, weil natürlich Sarah Wagenknecht stellt sich jetzt über die AfD, sie sagt, ich bin wichtiger, ich bin für das Allgemeinwohl wichtiger, ich opfere die AfD, also ich mache sie fertig, ich lüge über die AfD, damit ich weiter in die Talkshows reinkomme und ich weiter was erzählen kann.
Und das ist natürlich schon hoch gepokert. Also das ist schon ein hoher Poker, dass man sagt, ich bin wichtiger, ich bin besser. Ich bin besser als die AfD, ich mache es besser. Also ich opfere die AfD, weil ich weiß, ich bringe das besser voran. Mit den Mittelstreckenraketen, dass sie nicht aufgestellt werden. Und überhaupt für das Allgemeinwohl, für den Frieden in der Ukraine, für das Allgemeinwohl Deutschlands und der Welt, bin ich wichtiger als die AfD, ist das BSW wichtiger als die AfD. Und dafür lüge ich auch in die AfD, damit ich weiter stark werde. Es ist jetzt aber allein bei dem Weltduell deutlich zu sehen, dass sie mit diesem Verhalten nicht alleine ist. Sondern dass Weidel das auch gemacht hat. Als Wagenknecht ewig über Björn Höcke hergezogen ist, hat Alice Weidel keinen Ton gesagt. Also ihr müsste ja aufgefallen sein mit den 20 bis 30 Millionen, dass sie das noch nie gehört hat, dass Björn Höcke das nicht gesagt hat. Und sie weiß bestimmt, weil sie ja bestimmt immer damit konfrontiert wird, was Björn Höcke alles gesagt hat, sie weiß bestimmt, dass das nicht wahr war. Also sie hat das zu dem Zeitpunkt bestimmt gewusst. Sie hat aber nichts dagegen gesagt. Vor einem Millionenpublikum. Also sie hat zugelassen, dass diese Lüge über Björn Höcke verbreitet wird. Sie hat einmal verallgemeinert gesagt, ja, die AfD hat keine rechtsextremen Mitglieder. Das hat sie einmal kurz gesagt. Und natürlich werden jetzt viele sagen, ja, aber sie hat doch die richtige Themenlenkung gemacht auf die anderen Parteien, was die anderen Parteien alles für schlechte Sachen machen. Aber trotzdem ist es auffällig, sie hätte einen Satz sagen müssen, Björn Höcke ist nicht rechtsextrem, das ist falsch. Das ist ein kurzer Satz und kann sie die Themenlenkung immer noch machen. Aber es war ja quälend lang, wie Wagenknecht über Höcke hergezogen hat. Und das Einzige, was Weidel gesagt hat, ich bin aber nicht Björn Höcke. Und das werden natürlich die Leute, die Geheimdienstmitarbeiter, die mutmaßlich das angeschaut haben. Sie werden natürlich auch registriert haben, dass natürlich Alice Weidel durch ihr Verhalten den gleichen Effekt erzielt wie Sarah Wagenknecht. Und sogar noch stärker. Weil sie ja als AfD-Chefin Kronzeugin ist. Das heißt, wenn sie dieses Framing, dieses negative Framing gegen Björn Höcke, wenn sie es zulässt und sie ausweichend antwortet, erkennbar ausweichend antwortet. Also die Leute denken, ja okay, jetzt, sie kann noch einen Satz sagen zu Björn Höcke. Aber es kommt dann ja auch Wagenknecht an, ja sie haben ja früher auch gesagt, dass Björn Höcke rechtsextrem ist. Und sie hat dann nicht gesagt, nee, ich habe mich geirrt, sondern sie ist immer ausgewichen. Sie hätte ja auch dann antworten müssen, ja ich habe mich damals geirrt, Björn Höcke ist nicht rechtsextrem, er ist zu Recht in der Partei. Das hat sie alles nicht gemacht. Und es ging ja über Minuten. Und sie wurde immer wieder gefragt, ja, wie ist es mit Björn Höcke? Und andauernd kam es wieder und sie ist immer jedes Mal ausgewichen und hat nicht gesagt, Björn Höcke ist nicht rechtsextrem. Sondern hat dazu einfach gar nichts gesagt. Und wenn man dazu gar nichts sagt als AfD-Chefin, dann wirkt es wie ein Schuldbekenntnis. Das ist vollkommen offensichtlich. Das heißt, wenn sie nichts sagt, dann ist es für die Öffentlichkeit ein Ja. Und ob man sich jeder, wer das leugnet oder wer das in Frage stellt, der begibt sich in eine Traumwelt. Das ist einfach faktisch die Realität, dass die Mehrheit, wenn sie das sieht, Alice Weidel dementiert nicht als AfD-Chefin. Ja, sie kann ja als AfD-Chefin, sie kann ja schlecht sagen, Björn Höcke ist rechtsextrem als AfD-Chefin, wo sie ja gesagt hat, wir haben keine rechtsextremen Mitglieder. Das heißt, die einzige Möglichkeit, das zu interpretieren, dieses Schweigen, ist eine schweigende Zustimmung. Das ist vollkommen klar. Und jetzt kann man sich sagen, ja gut, das ist halt tragisches Pech, aber wir sehen diese Dienstleistung auch an anderer Stelle. Als Alice Weidel darauf verzichtet hat, bei dem Energiemix Gas zu erwähnen. Also Alice Weidel hat ja vom Gespräch gesprochen, ein Energiemix aus Kernkraft, Kohle und Innovation. Sie hat aber nicht Gas erwähnt. Wobei aber preiswert das Gas mit Abstand am wichtigsten ist. Vor allen Dingen im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien, also vor allen Dingen mit Solarenergie, die in Deutschland eine immer größere Rolle spielt und die vor allen Dingen tatsächlich auch wirklich relevant ist. Da wird sehr viel Strom erzeugt in Deutschland. Aber nur eben zu bestimmten Zeitpunkten. Und die Gaskraftwerke sind perfekt. Also Gas verbrennt man, das ist weg. Und vor allen Dingen hat ja Deutschland das Gas extrem preiswert bekommen. Das heißt, um jetzt die Energiepreise niedrig zu halten, was wirklich zentral ist, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands aufrechtzuerhalten, ist preiswertes Gas entscheidend. Also das ist das Entscheidende. Und alles weitere hat das Entscheidende weggelassen. Und das kann kein Versehen sein. Und die Energie, die Wichtigkeit, preiswerte Energie, die müsste die AfD aus meiner Sicht noch mehr in den Mittelpunkt stellen. Weil es wirkt ja doppelt. Erstmal der Verbraucher, also die Leute, wenn sie weniger für Energie bezahlen müssen, dann können sie mehr für Waren ausgeben. Gleichzeitig senken die Preise für die Produkte, weil in jedem Produkt, das verkauft wird, steckt Energie. Also wirklich jedes, allein schon der Transport. Also wenn die Energiepreise fallen, dann fallen sofort die Preise. Die Wirtschaft könnte so extrem viel stärker sein, wenn man seit den 2000ern darauf geachtet hätte, dass die Energie preiswert bleibt. Natürlich, Energiesparen ist trotzdem wichtig, aber wenn man darauf geachtet hätte, dass die Energie, also
Die Wirtschaft könnte viel stärker sein. Jedenfalls hat Alice Weidel das Gas nicht erwähnt. Was auch nur als Dienstleistung zu sehen ist, weil natürlich die großen Medien sehen das natürlich. Man denkt natürlich jetzt, ja klar, die AfD-Positionierung bleibt aber trotzdem so. Wenn jetzt aber Alice Weidel als Kanzlerkandidatin das Gas nicht mehr erwähnt, dann sägt sie an dieser AfD-Positionierung. Und das heißt, wenn jetzt eine Koalition mit der CDU stattfinden sollte, was ja Weidel anstrebt, oder mit anderen Altparteien, dann wird natürlich klar, dass man dann viel leichter einen Kompromiss machen kann, wenn Alice Weidel das sowieso schon nicht mehr erzählt hat. Als wenn jetzt Alice Weidel in jedem Interview laut erzählen wird, wir wollen das russische Gas unbedingt. So wie es Björn Höcke macht. Der gesagt hat, wir sofort schalten wir das russische Gas wieder ein. Wir importieren das so schnell wie möglich, dass wir preiswerte Energie haben, um unseren Wirtschaftsstandort zu retten. Und Alice Weidel, wenn sie jetzt sagt, ja, die das sowieso nicht mehr erwähnt hat, dann wird das natürlich in einer Regierung, falls die AfD Verantwortung übernimmt, dann ist natürlich, fällt das als Kompromiss sofort, kommt das sofort, dass wir halt dann doch nicht so schnell Gas importieren. Also aus meiner Sicht ist es vollkommen realistisch, wenn jetzt bei der Bundestagswahl 2025 AfD und CDU koalieren, mit Alice Weidel als Kanzlerkandidatin und Alice Weidel eine wichtige Rolle spielt, dann ist vollkommen offensichtlich, dass dann diese Gasposition fallen wird, wenn sie es schon jetzt nicht mal mehr erwähnt. Das ist vollkommen offensichtlich und ist natürlich eigentlich mit die allerwichtigste Position. Und hier muss man sich auch daran erinnern, dass die AfD bisher nicht als Koalitionsbedingung mit der CDU genannt hat, mit den Mittelstreckenraketen, also das, was Wagenknecht gemacht hat. Oder auch sie nicht so hart aufgetreten ist bisher die AfD, ja, mit den Waffenlieferungen und so weiter und so fort. Und aus meiner Sicht, demzufolge ist natürlich Wagenknecht umso höher anzurechnen, dass sie das gemacht hat. Mit den Mittelstreckenraketen und so weiter. Und sie hier hart bleibt. Und das muss die AfD erstmal zeigen, dass sie das nämlich auch tut. Und das traue ich den ostdeutschen Landesverbänden zu, auf jeden Fall. Aber einer Alice Weidel traue ich es nicht zu, natürlich nicht. Also das hat man jetzt in dem Interview gesehen, weil es offensichtlich ist, dass sie bereit ist, Kompromisse zu machen, um in den Medien, ja, um von den großen Medien befördert zu werden. Das heißt, um weniger schlecht gemacht zu werden und um vielleicht zukünftig Auftritte zu bekommen. Macht sie ja diese Kompromisse. Das macht natürlich Wagenknecht auch. Aber Wagenknecht hat auf der anderen Seite gezeigt, dass sie dann wenigstens bei der CDU, wenn sie mit der CDU eine Koalition machen will, oder dass das dann nicht geht, wenn die CDU bei Mittelstreckenraketen bleibt. Und vor allen Dingen jetzt die CDU ja durch das BSW vorgeführt wird. Das heißt, aus meiner Sicht, jedenfalls in meiner Gunst, liegt sogar das BSW im Vorn. Weil mit einer AfD, wenn Alice Weidel sich jetzt hier nicht noch mal deutlicher äußert, also zum Gas oder auch zu den Mittelstreckenraketen und auch zu Björn Höcke, dann werden da viele noch ganz böse aufwachen aus meiner Sicht. Wohingegen natürlich man jetzt bei Wagenknecht gesehen hat, also natürlich falls es dabei bleibt, falls die Koalitionsgespräche mit der CDU tatsächlich platzen, wovon ich aber ausgehe, wenn jetzt tatsächlich Wagenknecht dabei bleibt, dann hat sie Leistung gezeigt. Natürlich haben wir auf der anderen Seite schon das Negative gesehen, dass sie natürlich dann wirklich auf übelste Weise, ja, also sagen, eigentlich jemanden, der das gleiche will wie sie, hat über die Klinge springen lassen. Wobei aber Alice Weidel das genau das gleiche auch gemacht hat. Also sie hat aus meiner Sicht, hat sie nicht nur Björn Höcke, sondern ganz viele in der AfD, starke Persönlichkeiten, hat sie als innerparteiliche Konkurrenten in der Öffentlichkeit schlecht aussehen lassen. Also Peter Büstrow und Maximilian Krah, das haben wir jetzt ja im Frühjahr ganz ausführlich gesehen. Und sozusagen, dass dann außer Weidel gar nichts mehr übrig bleibt, weil alle charismatischen Persönlichkeiten, jetzt Björn Höcke ist jetzt das nächste Opfer, alle charismatischen Persönlichkeiten stehen in der Öffentlichkeit schlecht da. Also durch ihr Zutun, auch durch ihre scheinbare Passivität, was aber aus meiner Sicht wirklich schon, ja, aktiv ist, sorgt sie dafür, dass also sozusagen das Personaltableau der AfD sinkt, alles nur noch auf sie zuläuft und sie dann aber am Ende Kompromisse eingeht. Was natürlich, ja, wie gesagt, da werden viele, die reflektieren das jetzt noch nicht. Die sehen das noch nicht und die werden wahrscheinlich in ein paar Monaten ganz böse aufwachen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, wie ihr das seht, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.